Hallo zum heutigen Überblick. Hallo und herzlich willkommen. Jo, ihr wundert euch vielleicht, eigentlich wollten wir doch hier zusammensitzen, aber da kommt leider die Krankheit in den Weg. Ja, Marian hatte mir gestern, war es gestern noch? Genau, gestern noch geschrieben, dass er leider noch zu krank ist und dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, wenn wir zusammen im Studio sitzen und ich mich dann noch anstecke. Ja, das ist dann das Privileg, was wir gegenüber Klaus Kleber und Gundula Gause haben. Die können nicht von zu Hause aus das Ganze aufnehmen, sondern müssen immer ins Studio watscheln. Dafür kriegen die wahrscheinlich irgendein super Adenochrom gespritzt, womit die dann auch die Herbst der Erkältung schnell überstehen. Ja, genau, die Krankheitswelle schlägt gerade wieder zu und hat uns auch erwischt, aber das soll uns nicht aufhalten. Wir lassen uns von nichts aufhalten, weder letzten Mittwoch noch diesen Sonntag. Egal welche widrigen Umstände, wir sind immer am Start, außer es rafft uns dahin. Wen es auch bald dahin rafft, ist den wunderschönen Kürbis, den wir geschenkt bekommen haben. Aber ich wollte ihn noch, auch wenn das Ganze jetzt ja schon vorbei ist, mit dem Halloween nochmal zur Schau stellen, weil das wirklich wunderbar. Liebe Grüße gehen nochmal raus. Wenn ich darüber nachdenke, macht es mich jetzt auch ein bisschen traurig, dass wir dieses Jahr es mal nicht geschafft haben, ein Halloween-Special zu machen. Das ist Absolut. komplett an uns vorbeigegangen, ne? Wobei wir uns letztes Jahr ja so große Mühe gegeben haben. Absolut, aber das ist nun mal so, wie es ist, und wir sind ja jetzt beim Überblick. Und beim Überblick beschäftigen wir uns zu allererst mit Bolivien und schauen mal rein, was da passiert an Unruhen. Bei Unruhen in Bolivien haben Anhänger von Ex-Präsident Morales drei Militärkasernen besetzt. Nach Regierungsangaben halten Bewaffnete in Chapare die Soldaten und ihre Familien als Geiseln fest. Bei dem Konflikt geht es um eine erneute Kandidatur von Morales bei den Präsidentenwahlen im nächsten Jahr. Der Streit darüber war vor knapp einem Monat eskaliert, als gegen Morales Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer 15-Jährigen aufgenommen wurden. Seit gut 2 Wochen blockieren sie etliche der wichtigsten Straßen im Land, wie hier in Cochabamba in der Mitte Boliviens. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen zwischen den Anhängern von Ex-Präsident Evo Morales und der Polizei. Die Anhänger wollen erzwingen, dass Morales erneut um das Präsidentenamt kandidieren darf, auch wenn die Verfassung dies nicht zulässt. Der will jetzt per Hungerstreik einen Dialog mit der Regierung Boliviens erzwingen. Ich habe beschlossen, in Hungerstreik zu treten. Einen Hungerstreik, bis die Regierung 2 runde Tische einrichtet. Einen für wirtschaftliche und einen für politische Fragen. Die Geiselnahme von Soldaten durch Morales-Anhänger jetzt eine weitere Eskalation, nachdem die Straßenblockaden Wirtschaft und Handel Boliviens bereits schwer getroffen haben. Boliviens Präsident Arce hatte vor 2 Tagen klargemacht, dass er die Blockaden nicht länger dulden werde. Diese Blockaden haben mehr als 1,7 Milliarden Dollar an Schaden verursacht, mit schrecklichen Folgen für die Familien. Sie ersticken die Wirtschaft, sie verhindern die normale Treibstoffversorgung und erhöhen die Lebensmittelpreise. Mehr als 70 Menschen sind bei den Zusammenstößen zwischen Polizei und Protestierenden bereits verletzt worden. Morales hat seine Unterstützer jetzt aufgerufen, die Blockaden aufzulösen. Da geht es also auch nicht rund in Bolivien. Ja, also das ist ja jetzt auch folgend darauf, ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, wir hätten auch damals schon über die Vorgänge in Bolivien gesprochen. Bolivien ja
eines der lateinamerikanischen Ländern, was wohl so am stärksten links steht mit der sozialistischen Regierung unter Morales und dann eben Nachfolgern. Und da gab es ja dann auch ziemlich viel Versuche von außen eben eine antisozialistische und rechte Regierung einzusetzen. Und jetzt kam es, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das jetzt her ist. Bin mir gerade nicht sicher, ob es ein paar Wochen oder ein paar Monate sind, kam es ja auch noch zu diesem Putschversuch aus Teilen des Militärs. Und dann kam es ja noch mal zu einem Anschlagsversuch auf den Präsidenten, dem Luis Arce. Und da gab es ja auch erstmal viele Unklarheiten, was es jetzt genau damit auf sich hat. Und inzwischen wird sogar davon ausgegangen, dass es sich dabei um so eine Art, ja, selbst eingefädelte Aktion geht, um seine Präsidentschaft zu stärken. Naja, und jetzt ist eben die Frage von diesem, also in diesem internen Machtkampf der Sozialistischen Partei darum, ob Morales sich durchsetzen kann oder eben der aktuelle Präsident. Ja, ehrlich gesagt, kann ich wenig dazu sagen, mein Lieber. Bolivien ist jetzt nicht so mein. Ich habe echt einfach keinerlei Ahnung. Sag ich einfach so offen, wie es ist. Ja, also, nee, genau, ich hätte mich nämlich auch gerade vertan bei dem Anschlagsversuch. Das Problem ist, ich habe wirklich schlechtes Internet hier gerade, deswegen ich sehe auch, kann auch nicht irgendwie, ob Leute was in Chat schreiben oder so. Aber der Anschlagsversuch war tatsächlich auf Evo Morales, rum war es. Und da wird eben davon ausgegangen, dass das jetzt ein Teil von eben seinem selbst eingefädelten Plan war, um wieder an die Präsidentschaft zu kommen. Weil er, sagen wir mal, ja jetzt auch recht viel eben negative Presse abbekommt. Das ist auch ganz spannend. Ich hatte vor auch bei einem YouTube-Kanal reingeschaut, der sehr stark eben sich positiv auch auf diese lateinamerikanischen sozialistischen Regierungen bezieht und auch ein großer Fan eigentlich von Evo Morales war, der jetzt selber eben gesagt hat, vorher dachte er auch, dass eben viel, was von der negativen Presse kommt, oder es wurde natürlich auch von rechten Kräften vor Ort viel publiziert, aber dass tatsächlich viel jetzt auch darauf hinweist, dass diese Vorwürfe gegenüber Morales stimmen, dass er eben seine Machtposition ausgenutzt hat, um mit, ja, minderjährigen Frauen beziehungsweise minderjährigen Mädchen aus dann eben, ja, seinem politischen Umfeld oder Fans von ihm dann zu schlafen, die zu vergewaltigen. Und das ist ja das, was ihm jetzt auch sehr stark vorgeworfen wird. Und er selber versucht das jetzt eben so darzustellen, dass das eine große Schmutzkampagne jetzt nicht mehr nur von rechten Feinden, sondern auch von Feinden innerhalb der Sozialistischen Partei gegen ihn ist. Dann hat mir gefragt, da auch, ob es jetzt ein Machtkampf zwischen einer sozialistischen Regierung und einer sozialistischen Partei ist. Aber es ist eher von ihm jetzt und der, ne? Von ihm Das selber der ist Machtkampf. genau, also das ist jetzt eigentlich ein interner Machtkampf in der Sozialistischen Partei. Im Movimiento al Socialismo müsste das sein. Ja, also das ist ein interner Machtkampf, soweit ich das weiß. Es ist auch so, es gibt halt, die haben ja auch eine unterschiedliche Machtbasis. Also Morales ist ja vor allem sehr stark, hat auch eine starke Machtbasis eben in der Gewerkschaft der Coca-Bauern. Das hat man vielleicht auch mal bei ihm bei Bildern gesehen. Er tritt dann beispielsweise manchmal mit einer Kette aus Coca-Blättern auf und hat da halt eben so eine starke Verbindung, dass er einmal sagt, er ist halt so ein Sozialist auch für die kleinen Bauern und gleichzeitig
Ist es für ihn auch so ein nationalistischer Ausdruck von indigener Kultur, weil Morales war ja auch der erste demokratisch gewählte indigene Präsident Lateinamerikas. Ja, und darüber hat er natürlich seine Machtbasis. Und es gibt tatsächlich auch noch diese paramilitärische Gruppe der Roten Ponchos, die ihn auch noch unterstützen und für ihn dann eben auch unter anderem diese Barrikaden mit aufbauen. Das sind jetzt nicht nur die, aber das wäre so eine Funktion, die die da noch erfüllen, die Soldaten entführen. Also so ein bisschen das, was man vielleicht auch aus Venezuela kennt, mit den dortigen, mit dem dortigen Einsatz von paramilitärischen Kräften. Nur dass in dem Fall eben natürlich das jetzt gegen die Regierung mit eingesetzt wird. Was dabei spannend ist, weil es sich nicht wirklich um einen richtig inhaltlichen Konflikt handelt. Also es gibt so Sachen, wo die sich, glaube ich, wo jetzt der Luis Arce und der Morales sich auch unterscheiden. Ich meine, dass es da unterschiedliche Positionen auf die Vereinigten Staaten gibt. Wobei ich auch nicht weiß, wie Morales sich da jetzt weiterentwickelt hat. Weil es bei dem Luis Arce auf jeden Fall eine, ja, so ein, schon eine gewisse Offenheit hin auch zu Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und Beziehungen dazu gibt. Aber im Endeffekt ist es so, dass sich da Leute gegenüberstehen, die eigentlich relativ ähnliche Positionen vertreten und sich viel eben an der Frage von dieser Person Morales da jetzt eigentlich aufhängt. Ja, ist dann ja auch, wenn diese schwerwiegenden Vorwürfe gegen Morales halt im Raum stehen, einfach auch ein Überlebenskampf von den Typen, ne? Also, Ja, absolut. weil wenn das jetzt halt sich bewahrheitet, also es wird ja sehr wahrscheinlich wahr sein, ne? Aber wenn sich das halt, wenn das jetzt irgendwie allgemein anerkannt wird, so, dann ja, ist der Typ ja für immer weg vom Fenster. Und zwar zu Recht. Ja. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal, jetzt wo Joshua auch mehr seine Klaus Kropotkin schon noch ein bisschen mehr zeigt, weiter zum nächsten Thema gehen. Und zwar sprechen wir als nächstes über Spanien. In Spanien, das habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es ja, richtig krasse Überschwemmung, wo jetzt richtig viele Menschen auch gestorben sind. Und ja, schauen wir erstmal rein, was dort vor sich geht. In Spanien zu erleichtern, hat die Regionalregierung in Valencia nun Verkehrsbeschränkungen für den allgemeinen Verkehr angeordnet. Sie gelten zunächst für 2 Tage. 207 Tote wurden inzwischen geborgen. Über die Zahl der Vermissten gibt es keine offiziellen Angaben. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz werden bei den Arbeiten durch das Militär unterstützt. Mehrere Gemeinden haben auch um die Hilfe von Freiwilligen gebeten. Ganz Valencia hat eine Mission, so scheint es. Unser Freund ist von der Welt abgeschnitten, hat nichts, ist auch entmutigt. Das alles bringen wir ihm. Wir müssen los. Im Vorort Paiporta überall Schlamm. Die freiwilligen Putztrupps kämpfen gegen Dreck, Wasser, Müll. Gemeinsam mit denen, die hier wohnen, wie Beatrice Cañas. Sie war daheim, als das Wasser kam. Wir hätten nie gedacht, dass das Wasser eindringen würde. Und als wir reagieren wollten, war es zu spät. Wir haben die Jalousien geschlossen und Bettlaken und Decken hingelegt und dachten, das reicht. Wir dachten doch nicht, dass so viel Wasser kommt. Beatrice und ihre Kinder retteten sich zu Nachbarn. Jetzt entrümpeln sie. Das Parkett muss raus. Alles ist kaputt. Der ganze Stadtteil, ein Trümmerfeld aus Autos, gestrandet und gestapelt. Es müssen Tausende sein in der Provinz Valencia. Schwierig, sie alle zu bergen. Den Helfern in Paiporta fehlen Maschinen dafür.
Ist der Wahnsinn, was sich in diesen Tagen in Valencia abspielt. Etwas, das wir nicht in Worte fassen können. Allerdings fühlen wir uns von der Verwaltung im Stich gelassen, denn uns fehlen viele Ressourcen. Verwaltung, Polizei, Freiwillige, alle versuchen zu helfen. Im Hilfszentrum der Gemeinde ist kein Durchkommen. Hier verteilen sie Wasser und Lebensmittel und noch immer gibt es Vermisste. Einige Menschen werden immer noch vermisst, andere werden noch lebend gefunden. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wie viele vermisst werden, unklar. Ebenso wie viele in ihren Autos begraben wurden. Über das Thema. Einfach richtig krass, ne? Es ist die Ausmaße von diesem, von dieser Überschwemmung. Sind, glaube ich, ziemlich einmalig für spanische Verhältnisse. Und die haben es ja in dem Beitrag gerade gesagt, dass halt die Regierung und so weiter irgendwas machen wird, aber dann hat man es in den Aufnahmen hat man auch überhaupt nichts gesehen. Also natürlich sind da ein paar Polizisten rumgesprungen oder so, aber man hat halt schon in diesen Aufnahmen schon gesehen, das, was ja immer in so großen Katastrophen dann zum Vorschein kommt, dass halt die Menschen sich selber helfen und dass halt, wie das auch der eine dort in dem Beitrag gesagt hat und wie wir es auch gleich nochmal in dem zweiten Beitrag sehen werden, alles für alle, wir gucken uns gleich auch nochmal kurz zum Besuch des spanischen Königs dann nochmal was an. Ja, die Menschen helfen sich halt selber und werden halt wie immer dann in solchen Situationen von der Regierung im Stich gelassen. Ja, absolut. Also das ist ja auch, ich würde vielleicht direkt sagen, dass es nicht komplett einmalig in dem Sinne ist, dass es keine Vorgeschichte hat. Also ich habe ja auch nördlich von Valencia auch Familie. Und da ist das so, was ich damals auch immer von meiner Oma und meinem Cousin so mitbekommen habe. Das war schon sehr häufig, dass wir das irgendwie in den Nachrichten gesehen haben, angerufen haben, die irgendwie erzählt haben. Also es kommt schon in der ganzen Region da sehr häufig zu Überschwemmungen, zu so Sturzfluten. Das ist schon nicht unüblich und ich meine auch, dass es in der Geschichte von Valencia halt immer mal wieder ziemlich große Fluten, unter anderem auch Flutkatastrophen gab, gerade so in den 50er, 60er Jahren. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Regierung aktiv eigentlich dafür gesorgt hat, dass jetzt eben das Vorgehen gegen die Fluten so schwierig vorangeht, weil es wurde auch mal eine Emergency Unit aufgebaut, die sich eigentlich genau mit eben jetzt Reaktion auf die Flutkatastrophen beschäftigen sollte und dass auch mehr Ressourcen eben in den Schutz vor Flut und in direkte Katastrophenhilfe gesteckt werden sollte. Aber das wurde eben als nicht mehr notwendig angesehen und auch, glaube ich, was war das? Letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres auch von der Regierung aktiv weggekürzt. Mit einmalig meinte ich jetzt auch, dass es in der Dimension, ja, nicht das, was da nicht vorkommt, sondern in der Dimension. Die Frage ist, ob bei deiner Familie auch betroffen davon sind oder? Also die hatten bei sich in der Stadt auch Überflutungen gehabt. Aber da war jetzt nichts, also bei mir ist das auch so, dass nur noch meine Oma jetzt da wohnt, weil mein Cousin ist auch nach Deutschland ausgewandert. Aber sie kannte jetzt Leute, die davon betroffen sind, aber bei denen selber oder bei ihr selber ist jetzt nichts passiert. Ja, wir gucken jetzt auch mal in die Reaktion der Menschen dann rein von dem Besuch des Königs, die dann ja solche Geschichten, wie du sie gerade erzählt hast, ja immer ganz genau wissen, was für Schweinereien da halt ablaufen,
Das muss man ja direkt, das ist ja völliger Wahnsinn. Also in einer Region, wo es halt eben schon ab und an zu solchen Überschwemmungen kommt, wo ja klar ist, dass diese immer schlimmer werden im Kontext des Klimawandels, die dann halt so einzustampfen, das ist halt echt einfach richtig krass. Und das wird dann auch entsprechend von den Menschen halt honoriert, ne? Sie rufen Mörder und bedrängen den spanischen König. Seine Jacke ist von Schlamm beschmutzt. Felipe der VI. Bekommt im Katastrophengebiet die Wut und Verzweiflung der Menschen zu spüren. Der spanische Monarch war in die besonders stark betroffene Stadt Paiporta gereist, um sich ein Bild von den Aufräum- und Rettungsarbeiten zu machen. Hier und in anderen Gemeinden fühlen sich die Menschen vom Staat im Stich gelassen. Von den Behörden hat sich hier niemand blicken lassen. Wissen Sie, wie es ist, wenn niemand kommt, um zu fragen, ob wir etwas brauchen? Stattdessen kommen Leute zu Fuß von außerhalb, um uns zu helfen. Es ist beschämend. Keine Hilfe, nichts. Keine Soldaten, nichts. Sie lassen uns allein. Wir haben den Schlamm selbst weggeräumt und selbst zu essen besorgt. Wir mussten uns Konserven und Wasser organisieren. Wir wurden im Stich gelassen und sind am Boden zerstört. Spanien ist von der schlimmsten Flutkatastrophe seit Jahrzehnten betroffen. Bis Sonntag wurden mindestens 217 Todesopfer gefunden, allein 213 davon in der Region Valencia. Viele Menschen werden noch vermisst. Weitere Opfer werden etwa in Autos vermutet, die von den Flutwellen mitgerissen wurden. Die Frage von Nightmare ist, wie viel Macht hat der König in Spanien noch? Das ist tatsächlich was, da kann ich mich überhaupt nicht qualifiziert zu äußern. Also da, das ist tatsächlich ein Land, wo ich mich mit Monarchie noch nie auseinandergesetzt habe. Das Einzige, was mir immer von meiner Familie oder Leuten aus Spanien selber gesagt wurde, ist, dass das eine Schweinebande ist. dass sie ziemlich viel Geld von der Bevölkerung rauben. Aber gut, das ist jetzt etwas, was man, ich sage jetzt mal einfach ausnahmestätigen Regel, aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, erstmal präventiv über jede monarchische Dynastie sagen. Ja, und prinzipiell auch über so gut wie jede sehr reiche Person. Ja. Einfach. Wo sind jetzt unsere beiden Spanien-Experten hier in den Kommentaren? Ich meine, ja, Kropotkin war ja auch Adel. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Ja, mit ganz bestimmten Ausnahmen, natürlich. Ja. Ja, aber die Beiträge haben ja eigentlich auch schon alles gesagt von den Menschen selbst. So die Leute müssen halt selber ums Überleben kämpfen und dieses und das. Ja, und das ist auch einfach, also es ist halt auch dann das, es ist halt einfach ein schlimmes und trauriges Ereignis, aber halt auch einfach dann schön zu sehen, gleichzeitig, wie dann halt einfach so ein Königspark halt da mit Schlamm beworfen wird von den Menschen. So. Das ist dann, ja. Ja, ich meine, man kann das ja auch recht einfach sagen, also das Geld, was noch über Umwege oder direkt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, die spanische Krone dann vom spanischen Staat erhält. Das wäre ja dann vielleicht tatsächlich besser in den Schutz vor Flutkatastrophen oder andere Umweltereignisse eingesetzt. Ja. Zumal, das muss man ja auch noch dazu sagen, das Ganze ist ja jetzt, also es ist ja nicht nur in Valencia passiert, sondern ich meine auch, dass es ja sich fast bis an die Grenze von Katalonien erstreckt hat. Aber auch Valencia ist ja, auch wenn, sagen wir mal, das politische Bewusstsein einer katalonischen Identität jetzt nicht so stark ist,
ist ja trotzdem immer noch eine Region, in der es auch separatistische Tendenzen gibt, auch wenn die Leute aus Valencia immer sehr stark betonen, dass sie nicht einfach nur Katalan sind, sondern ja, ihren eigenen Dialekt da sprechen. Aber nichtsdestotrotz spielt das natürlich dann auch immer noch da rein, dass man sich dann von der Zentralregierung eben verlassen fühlt. Ja, Chris, wie du es auch sagst, es gab halt echt krass viele Flutkatastrophen in den letzten Monaten. Und das sind, ja, das ist klar, es wird immer mehr. Und ich finde, das muss auch, wenn wir jetzt halt, wir sprechen ja auch nicht über all diese Katastrophen, weil es ist halt auch, finde ich, dann immer ein Thema, was willst du jetzt halt Neues dazu sagen meistens, ne? Klar, jetzt hier gibt es ein paar Besonderheiten mit dieser Königsbeleidigung und alles. Und dann halt auch nochmal besonders mit diesem, dass das halt gekürzt wurde und so. Aber meistens ist es ja so, okay, man stellt halt fest, okay, es wird immer schlimmer. Was ich halt zentral finde als Lehre für uns daraus, ist halt so, wie das halt auch zum Beispiel dann die Genossinnen in Griechenland gemacht haben. Da hatten wir auch das letzte Mal, als wir über eine größere Umweltkatastrophe gesprochen haben, über die Waldbrände dort, dass dort dann halt die Genossinnen eben sich so Feuerwehrautos halt angeschafft haben, mehrere, um halt dann an den Waldbränden halt mitzuhelfen. Und das ist, denke ich, einfach auch eine immer wichtiger werdende Aufgabe für unsere solidarischen Strukturen, dass wir uns halt auch, bevor solche Sachen passieren, vorbereiten darauf, dass wir halt Hilfe für die Menschen umso besser organisieren können. Das muss eigentlich in Zeiten von Klimawandel, muss sich halt jeder Raum den es halt gibt, eigentlich jeder Raum, linker Raum, muss sich da zumindest einmal hinsetzen und darüber reden, was ist denn das Wahrscheinlichste, was bei uns passieren kann in unserer Region. Sind das irgendwie Überschwemmungen oder ist es irgendwie jetzt so Hitzeschlagsgeschichten oder so? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge, worauf man sich vorbereiten kann, und dass man dann halt da halt eben gegenwirkt. Also auch jeder linke Raum kann ja zum Beispiel in besonders heißen Sommern Rückzugsraum bieten, ein Kälteraum sein oder so, oder auch in besonders krassen Wintern halt andersherum halt wo man halt warm unterkommen kann, jetzt nur um zwei Beispiele zu nennen, oder dass man sich halt irgendwelche Abpumpgeräte oder so halt schon anschafft, weil, wie dieses und alle anderen Beispiele zeigen, nur wir können uns helfen und von der Regierung und all dem ist halt sehr wenig zu erwarten. In dem Sinne möchte ich auch nochmal zum Abschluss des Ganzen hier auf diesen von den Genossinnen des CNT, die natürlich jetzt auch in der Solidaritätsarbeit mit aktiv sind. Dort gibt es eben auch einen Aufruf, der hier auf Deutsch übersetzt wurde von der CNT Valencia. Die CNT in Valencia hat in den letzten Jahren sehr, sehr starken Mitgliederzuwachs gehabt, ist einer der stärksten Syndikate der CNT, haben auch Gewerkschaftsräumlichkeiten, die tatsächlich vom Unwetter verschont wurden, und es ist auch bisher nicht bekannt, dass irgendein CNT-Mitglied unter den Toten ist. Sie haben aber mittlerweile eine Bankverbindung aufgesetzt, also wenn ihr da noch was überhaupt, könnt ihr da gerne spenden, um zu unterstützen. Und man sieht es hier auch nochmal, ich lese es nochmal kurz vor, die letzten zwei Absätze. Wir, die Arbeiterklasse, sind wieder einmal die Opfer der Katastrophe des Kapitals. Deshalb sind wir auch die einzige Klasse, die eine neue Welt in sich trägt, die in der Lage ist, dieses Elend zu überwinden. Wir sehen jetzt in diesem Moment, sie entsteht wieder aus der Selbstorganisation und gegenseitigen Hilfe der Menschen. Wir fordern die aktiven Mitglieder der CNT auf, bereit und willens zu sein, mit allen lokal entstehenden Initiativen zusammenzuarbeiten. Es ist an der Zeit, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass diese neue Welt ein für alle Mal, für alle und für immer entsteht. Ja, in dem Sinne auch Glück auf an alle Betroffenen vor Ort und für die Genossinnen, dass sie gute, effektive Hilfe aufbauen und leisten können. Absolut.
Wir blicken weiter zu unserem dritten internationalen Thema. Und zwar schauen wir auf Moldau. Dort gab es jetzt gerade Wahlen. Schauen wir mal rein. Morgen sind die Wahllokale in der Republik Moldau geöffnet. Die Menschen stimmen in einer Stichwahl über ihr neues Staatsoberhaupt ab. Für das kleine Land eine richtungsweisende Wahl. Die Republik Moldau zählt zu den ärmsten Ländern Europas und ist seit 1991 unabhängig. Dort leben etwa 2,6 Millionen Menschen. Seit 2022 ist die Republik EU-Beitrittskandidat. Zur Wahl stehen nun zwei Kandidaten mit sehr gegensätzlichen Positionen. Maia Sandu, die Präsidentin von Moldau, will heute wiedergewählt werden. Sie will ihr Land auf EU-Kurs bringen. Ein Referendum darüber hatte sie bei den Wahlen vor 2 Wochen knapp gewonnen. Der Weg in die EU wird nun in Moldaus Verfassung geschrieben. Die absolute Mehrheit bei der Präsidentenwahl hatte Maia Sandu allerdings verpasst. Daher gibt es heute eine Stichwahl mit dem Zweitplatzierten, Alexander Stoyanoglu. Stoyanoglu gilt als EU-Kritiker und wird von den prorussischen Sozialisten unterstützt. Für die Menschen in Moldau ist klar, sie wählen heute nicht nur einen neuen Präsidenten. Es wird darum gehen, welchen Kurs das Land einschlagen wird. Die Zukunft steht auf dem Spiel. Entweder eine proeuropäische Zukunft gemeinsam mit den anderen Ländern oder eine dunklere Zukunft. Wir hatten gegen das Referendum gestimmt. Wir wollten nicht Teil der EU werden. Wir wollen ein unabhängiges Land sein. Wir müssen mit allen Ländern zusammenleben können. Mitglieder mehrerer Wahlkommissionen sind vor der heutigen Abstimmung ausgetauscht worden. Der Vorwurf: Korruption zugunsten russischer Interessen. Laut Regierung und Polizei seien bis zu 300.000 Stimmen bei den Wahlen vor 2 Wochen für das prorussische Lager gekauft worden. Es wird erwartet, dass der Ausgang der Wahl heute äußerst knapp ist. So 300.000 Stimmen, wenn das halt stimmt, ist das halt so eine total absurde Zahl bei irgendwie 2,6 Millionen Einwohnern von dem Land. Halt richtig krass. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte gerade auch einmal schon mal nachgeschaut, ob es schon erste Prognosen jetzt gibt mit der Stichwahl, aber da steht wohl noch nichts fest, nur ich habe irgendwas schon gelesen, dass es Berichte über einen Cyberangriff gibt. Also ja, das könnte jetzt auch nochmal spannend werden. Das ist voll krass, ne? Wie jede Wahl in Osteuropa steht einfach komplett unter dieser, also auch logischerweise selbstverständlich, aber steht einfach komplett unter diesem ganzen Konflikt und es entscheidet sich eigentlich immer dann zwischen einer proeuropäischen oder prorussischen Kandidaten. Ja, absolut. Also ich meine, wenn man sich das anschaut, Moldawien ist ja nochmal da eben besonders geprägt. Dadurch, dass es ja, wo wir schon ein, zwei Mal drüber geredet haben, eben diese abtrünnige Republik Transnistrien gibt, die eben von der Republik Moldawien ja als Teil von Moldawien angesehen wird und von Transnistrien eben als ein eigenständiger Staat. Einer deiner Lieblinge, ne? Ja, einer meiner Lieblinge. Und es aber auch so ist, dass es in Moldawien eben weiterhin trotzdem auch eine russische Minderheit gibt. Und wir hatten ja 2022, 2023 eben auch große Proteste in Moldawien gehabt, wo es dann eben viel um die Frage ging, soll das Land in die EU beitreten, wie soll das Land mit dem Ukraine-Krieg umgehen und sein Verhältnis zu Russland sehen. Und unter anderem war dann eben auch die Sozialistische Partei stark dann eben auf der Oppositionsseite vertreten und die auch aktuell proeuropäische Kraft unter Maia Sandu dann eben auf der Regierungsseite. Und da gab es dann unter anderem auch den Verbot von einer prorussischen Partei und gleichzeitig dann eben auch viel Verhandlungen darum, was es eigentlich für eine Identität von Moldawien gibt. Weil darum geht es unter anderem auch, also es geht natürlich um die Frage,
von Transnistrien, weil die pro-russischen Kräfte eben auch weiterhin ja eigentlich eine Wiedervereinigung mit Transnistrien anstreben, insofern es dann, sagen wir mal, da eine Aushandlung auch einer pro-russischen Haltung dieses Staates gibt. Aber auf der anderen Seite wird dort dann eben auch eine klare moldawische Identität vertreten. Weil das ist eben die Sache. Es gab dann 2023 eben noch einen Wechsel der Landessprache tatsächlich von eben Moldawisch zu Rumänisch. Der Witz bei der Sache ist dabei, das wäre so wie der Wandel der Landessprache in Bayern von Bayerisch zu Deutsch. Ja. Ich finde es so geil, also, wie du auf eine Reaktion von mir gewartet hast. Ja, ja, es ist halt, wie gesagt, es ist auch im Endeffekt, es ist eine technisch gesehen eigentlich nichtige Entscheidung, weil es sich im Endeffekt beim Moldawischen auch einfach um einen Dialekt des Rumänischen handelt. Nur ist es halt sehr wichtig für diese pro-russischen Kräfte, eben unter anderem vor allem vereint eben in der Sozialistischen Partei, diese moldawische Identität herauszustellen, weil das ja auch das war, was damals mit der Aufteilung, also der moldawische Staat ist ja im Endeffekt auch durch die Sowjetunion überhaupt entstanden, weil man eben dieses vorherige Gebiet, aus dem dann eben die moldawische sozialistische Republik entstanden ist, zugeschlagen bekommen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es ja auf der anderen Seite natürlich noch Rumänien gab, was eben unter Ceausescu dann ein eigenständiger sozialistischer Staat wurde. Und da musste man natürlich dann irgendwie ein bisschen rumdoktoren, um dem eine eigenständige Identität zu geben. Und ja, so ist im Endeffekt die moldawische Identität entstanden und die wird weiterhin dann eben von diesen pro-russischen Kräften stark hochgehalten. Also es wird natürlich auch Leute geben, die sagen, ja, das gibt natürlich trotzdem ganz, ganz starke eigenständige Kultur und so, und da ist ja auch was dran, aber im Endeffekt ist dieser moldawische Nationalismus erst so richtig mit der Sowjetzeit entstanden. Aber das ist doch auch was, was eigentlich alle Staaten in Osteuropa so teilen, dass es halt oftmals Staaten sind, die in unterschiedlicher Form eingegliedert waren in die verschiedenen, besetzt waren oder halt eben eingegliedert waren einfach in die Sowjetunion, also halt einfach seit gar nicht so langer Zeit halt auch eine Unabhängigkeit haben als eigenständiger Staat und dadurch ja alle in einem Findungsprozess sind. Na, also das ist ja etwas, was halt alle diese Staaten halt teilen. Und ja. Deswegen auch, denke ich, dieser Nationalismus oftmals, egal ob jetzt in die eine oder andere Richtung, in diesen Staaten halt auch sehr, sehr intensiv ist, weil halt gerade darum gerungen wird, was macht denn genau diese jeweiligen Nationalstaaten aus? Ja, und natürlich auch, wo sieht man jetzt eine wirkliche Perspektive, dass dieser Staat so erfolgreich weiter existieren kann? Weil, das muss man sich ja dann auch vor Augen halten, Moldawien ist ja wirklich fast, kann man sagen, ein Entwicklungsland innerhalb von Europa. Das ist ja bei Weitem der ärmste Staat Europas. Und also es kann gut sein, dass, oder ist wahrscheinlich so, dass die Ukraine jetzt auf dem Abwärtstrend Moldawien überholt hat. Aber es ist ein Staat, der kontinuierlich eben durch Immigration entvölkert wird. Es gibt riesige soziale Probleme, massive organisierte Kriminalität, die vor allem eben moldawische Frauen auf der ganzen Welt eben als Zwangsprostituierte exportiert. Es ist auch ein super wichtiges Land für internationale Schmuggelringe, die Güter eben nach Europa bringen wollen. Und ja, für viele Leute, für viele Bürger Moldawiens ist das dann natürlich häufig eine attraktive Idee, eben in die EU aufgenommen zu werden, um selbst dann eben, wie wir es auch damals in der EU-Folge besprochen haben, selbst wenn man eben sein Dasein an der äußersten Peripherie der Europäischen Union fristet und die Entvölkerung weiter vorangeht, man wenigstens irgendeine ökonomische Perspektive hat und die dann auch stärker dort dann eben sieht als in einem
international immer noch isolierten russischen Staat. Für die prorussischen Kräfte ist es dann eben, die betonen dann eben die ganzen negativen Folgen, die andere osteuropäische Staaten als Teile der Europäischen Union dann eben haben. Und betonen natürlich dann auch nochmal sehr stark diese Angst vor einem Einbezogen werden in den Ukraine-Konflikt oder in weitere Kriege in Osteuropa und sehen dann Russland eher als eine Art Friedens- und Schutzmacht. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass also wenn jetzt halt Moldawien als einer der ärmsten Staaten der Region in die EU aufgenommen werden würde, dann würden, glaube ich, aus den 2,6 Millionen Einwohnern nochmal deutlich weniger Leute werden. Und das, also auch aus einer, also aus einer, EU-imperialistischen Perspektive geht es hier ja, vielleicht gibt es noch ein paar andere Gründe, aber geht es ja primär einfach darum, mehr Landmasse, wenn überhaupt, einzugliedern, die man halt dann irgendwie näher noch an Russland rankommt und so. Also, was, ja. So was erhofft man sich halt sonst davon. Das ist ja nichts für jetzt halt den EU-Imperialismus, sondern halt eher, wie gesagt, sogar noch ein, teilweise halt eben ein Problem, weil man dann halt super viele Leute halt kommen hat, die halt noch einfacher hinkommen kann, was halt ja einer der Hauptdiskussionspunkte halt ist, wo er gerade darüber gestritten wird, was das für ein riesiges Problem ist oder sei mit der Migration. Ja, das wird sich, also Moldawien wird sich ja dann auch genau in eben die Debatte um Bulgarien und Rumänien dann einreihen, wo es ja jetzt auch, also nicht nur in Deutschland, sondern bei vielen rechten Parteien europaweit eben genau dieses Narrativ gibt, dass das nie hätte passieren dürfen. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wäre ich jetzt auch sehr gespannt, wie schnell das dann überhaupt funktionieren könnte, dass Moldawien wirklich eine große Perspektive hat, in die EU aufgenommen zu werden, weil das ist ja klar, dass das eben folgen wird. Und es ist auch sehr wahrscheinlich so, dass wenn Moldawien in die EU aufgenommen wird, dass es dann natürlich auch Einflüsse dann von moldawischer organisierter Kriminalität hier geben wird. Dass das sicherlich große Einflüsse haben wird, sowohl auf eben Zwangsprostitution in Westeuropa, als eben dann auch auf Schmuggel mit bestimmten Waren, die dann aus Moldawien einfacher in die Europäische Union kommt. Aber das ist ja auch das Interessante eigentlich, An dieser ganzen Situation von diesen so halben Failed States, wie man das so schön nennt, ja, dass wir haben halt ja die ganze Zeit jetzt diese Debatte, schließen sie sich eher dem einen oder dem anderen Machtblock an, aber die Probleme sind halt ganz andere, so von den Leuten. Und das ist halt das Ding, so die, das dahinter verbirgt sich ja auch oftmals dann, dass man halt die eigentlichen Probleme nicht mehr angeht und halt die ganzen materiellen Probleme und die ganzen Fragen der organisierten Kriminalität und halt von einer korrupten Elite, die halt das Land ausbeuten etc., das gerät dann halt mehr in den Hintergrund, weil man halt dann nur noch darüber redet, ja, welchen Machtblock gehört man da jetzt an und was kann dann die Perspektive, aber diesem Land kann halt nichts eine also egal, wo die sich anschließen, es kann halt, es bleibt halt scheiße. So, die müssen halt quasi in dem Land braucht es halt eine grundsätzliche Veränderung, wo halt eben diese Herrschaftsstrukturen halt zurückgedrängt und bekämpft werden. Und halt zumindest irgendeine Form von Demokratisierungsprozess muss halt stattfinden, der dann halt den Menschen eine materielle Perspektive mehr eröffnet. Ja, absolut. Also, ich meine, man sollte das jetzt nicht komplett eben wegreden. Es ist auch schon so, dass es natürlich jetzt bei der Sozialistischen Partei auch natürlich ein sozialdemokratisches Programm gibt. Also das ist natürlich auch noch, worüber die sich verkaufen können, weil in Moldawien ist es auch so, dass eigentlich das gesamte pro-russische Lager auch noch stark eben von Altkommunisten angeführt wird und eben von der Sozialistischen Partei oder auch sozialistischen Kleinstparteien, die auch tatsächlich ein sozialdemokratisches Programm haben. Aber das ist natürlich dann auch alles in dem
in dem bestehenden Rahmen gesteckt und keine tatsächlich sozialrevolutionären Perspektiven. Und eher auch so ein klassischer Fall von dem, was man eben auch aus anderen osteuropäischen Staaten kennt, wo es dann eben diese sehr besonderen sozialistischen Parteien gibt, die auf der einen Seite eben ein sozialdemokratisches Programm haben und auf der anderen Seite dann ja für gesellschaftliche Fragen ultrakonservativ sind, gerade eben bei Fragen von Frauenrechten, queeren Rechten, nationaler Identität und gleichzeitig dann stark pro-russisch sind. Erinnert mir, du schreibst noch, dass es halt ein gewisses Pensum an billigen Arbeitskräften bieten würde. Klar, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite, ich glaube, daran mangelt es eigentlich gerade nicht für wirklich für die EU. Da gibt es, glaube ich, schon, oder auch jetzt im Speziellen für Deutschland oder so, da gibt es, glaube ich, jetzt doch einige Möglichkeiten, an diese billigen Kräfte fürs Kapital halt heranzukommen. Und das andere, was du noch schreibst, insgesamt wäre, ist, wenn die EU einen einheitlichen Mindestlohn hätte, dann ja quasi besser für die Menschen, aber daran glaube ich halt einfach nicht. Also das kann ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass es halt dazu kommen kann. Also vielleicht bin ich hier auch vollkommen out of date, dass es da halt wilde Debatten rum gibt oder so, aber das würde ja so viel von der gesamten Struktur der EU und der Nutzbarmachung von den starken Staaten wie Deutschland gegenüber dann den Staaten, die halt, wo Deutschland zum Beispiel profitiert, halt umkehren. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das durchkommt. Absolut. Vielleicht zum Abschluss, was noch im Ausblick, denke ich, mit Moldawien ganz spannend ist, ist, dass, wenn man sich eben die Wahlergebnisse dieser ersten Runde anschaut, dass man dort sehr stark eben das auch entlang von ethnischen Linien eben ausmachen kann. Dass eben gerade in den eher russisch geprägten Grenzregionen die Sozialisten viel stärker unterstützt werden und eben in den eher moldawisch geprägten bzw. rumänischsprachigen, wie sie vielleicht inzwischen jetzt lieber genannt werden wollen, Gebieten eben die proeuropäischen Kräfte viel stärker sind. International bei der moldawischen Diaspora die proeuropäischen Kräfte immer massiv eben stärker gewählt werden. Und es dann eben noch bei der Minderheit in Gagausien eben die Sozialisten eine massive Mehrheit haben, beziehungsweise der sozialistische Präsidentschaftskandidat. Das ist auch nochmal spannend, weil da wird eben auch dann nochmal besonders stark der Vorwurf gemacht, dass es da eben diese russische Einmischung gerade in Gagausien gibt, was aber auch sehr gut einfach daran liegen kann, dass es auch noch den Gagausien-Konflikt in Moldawien gab, der aber nicht wie in Transnistrien mit einer eigenständigen Gagausischen Republik geendet ist, sondern ja, Gagausien heute einfach Teil von Moldawien ist. Gut, wissen wir das auch, würde ich sagen. Gucken wir doch auf die lokale Ebene, oder? Ja, nee, das, was ich damit eben zusammenfassen wollte, ist, dass es sicherlich sehr spannend werden kann, sich da auch anzuschauen, ob eben dadurch dort dann auch ethnische Konflikte wieder aufgeheizt werden und es möglicherweise auch, man weiß es ja nie, ne, auch im Zuge jetzt von dieser starken Aufladung der Frage pro-europäisch oder pro-russisch auch mal wieder zu separatistischen Bewegungen in der Region kommen kann, wie wir es eben auch in der Ukraine selber gesehen haben. Ja, gut, wir schauen, das müssen wir abwarten, was da passiert, und wir schauen dann auf die lokale Ebene und beginnen erstmal mit einem härteren Thema, und zwar gibt es in der JVA Gablingen, das müsste irgendwo im Süden in Bayern sein, was einer der größten Gefängnisse dort ist, gibt es Misshandlungsvorwürfe gegenüber Mitarbeitern. Wir schauen da erstmal in den Beitrag.
Die JVA Gablingen, unten im Keller, sogenannte besonders gesicherte Hafträume, zum Beispiel für Suizidgefährdete. Hier ein Foto aus einer anderen JVA. In Gablingen sollen Häftlinge grundlos in solchen Zellen eingesperrt worden sein. Eine Anwältin über ihren Mandanten. Am ersten Tag ein Glas Wasser, das musste sich den Tag über einteilen. Keine Matratze, Splitterfaser nackt am Boden. Eine Strafanstalt ist dazu da, dass natürlich hier eine Bestrafung vorhanden ist, wenn ein Mensch ein Verbrechen begangen hat oder ein Vergehen. Aber es ist kein rechtsfreier Raum. Eine frühere Anstaltsärztin bestätigt die Vorwürfe. Teils seien Häftlinge über Wochen in den Zellen eingesperrt worden. Eigentlich seien 3 Tage die Grenze. Und in den Zellen sei es dunkel gewesen, rund um die Uhr. Da stehen Männer und schreien sie an. Ich will hier raus. Ich kann nicht mehr liegen, ich kann nicht mehr sitzen, mir tut alles weh. Verstehe ich. Ich könnte auch nicht. Betroffene seien aus Verzweiflung gegen Wände gerannt. Blutergüsse durch das Liegen auf dem Betonboden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Verdacht: Körperverletzung im Amt. Bayerns Justizministerium schreibt: Für den Fall, dass es zu Übergriffen und Straftaten durch Bedienstete kommt, wird dies konsequent strafrechtlich verfolgt. Gewalt gegenüber Gefangenen oder eine sonstige unangemessene Behandlung von Gefangenen wird auch dienstrechtlich konsequent geahndet. Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen die stellvertretende Leiterin der JVA. Sie war bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Ja, gut, dass du schreibst, Benny. Männer in Uniform missbrauchen ihre Macht. Am Ende des Beitrags wurde es ja auch nochmal gesagt. Also der Hauptvorwurf richtet sich tatsächlich gegen eine Frau in dem Fall. Was ich deswegen nochmal besonders spannend fand, auch in diesem Zusammenhang gerade, weil ja offensichtlich ist es halt auch geschlechtsunabhängig möglich, dass... Ich möchte jetzt hier an der Stelle vielleicht mal von Folter sprechen. Also das hört sich, ich glaube, Missbrauch ist halt, da ist die Grenze Misshandlung, Folter, glaube ich, ziemlich schmal von dem, was dort berichtet wurde. Und das sind ja auch jetzt nicht irgendwelche, jetzt nur halt Betroffenen, was ja schon viel, viel wert ist, natürlich die Aussagen, sondern ja sogar von Leuten, die da gearbeitet haben. Also wenn sich halt eine Anstaltsärztin, die da halt gearbeitet hat, in so ein öffentliches Interview setzt und mit ihrem Gesicht und ihrem Namen halt sagt, ja, die Leute wurden im Prinzip da drin halt misshandelt, und das ist ja schon eine sehr, 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 sehr starke und sehr, sehr verlässliche Quelle. So. Absolut. Ich finde das einfach richtig heftig, und das ist auch von der, das scheint ja eine richtige Systematik halt hinter zu sein. Also jetzt nicht nur irgendwie diese oft umschriebenen Einzelfälle, sondern halt wirklich, ist ja wirklich ein größeres Ausmaß. Und wie du es schreibst, halt mir, das ist halt ein Skandal, und das müsste halt eigentlich eine absolute Top-Nachricht sein. So, weil Und das wäre auch, wenn jetzt halt hier in deutschen Medien über ein anderes Land berichtet werden würde, wahrscheinlich eine sehr große Nachricht. Das Letzte habe ich leider nicht verstanden. Ich meinte, das wäre auch, wenn es in anderen Ländern passieren würde und da in deutschen Medien darüber berichtet würde, eine sehr große Nachricht. Ja. Das könnte sein, das stimmt, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob es eine riesige Knüller-Nachricht wäre, wenn zumindest bei Russland wird ja ständig über irgendwie sowas berichtet. Aber es ist natürlich auch so, dass das nun mal einfach das Ding ist, dass es keine sonderlich große Empathie in der allgemeinen Bevölkerung für Strafgefangene gibt. Und es eher so ist, wie Krass das ja auch schon geschrieben hat, es eben einfach sehr stark dieses Bild davon gibt, dass deutsche Knäste, deutsche JVAs eben 3-Sterne-Hotels sind, dass es den Leuten ja wirklich fantastisch gut geht und dass es sich ja schon lohnt, eine Straftat zu begehen, um dann einfach nur dort untergebracht zu werden, weil das eigentlich ja wie Urlaub ist.
wie es immer so schön in Kommentaren heißt. Aber das ist natürlich einfach ein Bild, was sich da eben nach und nach hochgeschaukelt hat, unter anderem auch aus einer Frustration, dadurch, dass natürlich in der Bevölkerung die Leute auch gemerkt haben, dass es in einigen Kriminalitätsfeldern einfach mehr Unsicherheit gibt und dass, wie die Leute dann eben darüber dann ja irgendwie einen Ausgleich suchen, ist dann solche Lügen zu verbreiten, dass irgendwie Gefängnisse in Deutschland einfach ein Urlaub für die Gefangenen bedeuten würde und dass es da ja total angenehm ist und niemand mehr irgendwie hart verknackt wird oder eine beschissene Zeit im Knast hat. Und das ist natürlich jetzt nicht so, dass das irgendwie in jeder JVA die Realität ist, aber wenn man mit Leuten spricht, die schon mal im Knast gesessen haben, die können, glaube ich, alle eine Geschichte davon erzählen, dass es natürlich zu Gewalttaten, zu Schikane durch eben die Vollzugsbeamten dort kommt. Was ja auch nicht sinnvoll, sondern einfach total naheliegend ist, dass sowas passiert, weil es einfach ein riesiges, also ich glaube, es gibt kein größeres Machtgefälle wie von einem Strafgefangenen zu einem Vollzugsbeamten. Ja, ich hoffe, dass es jetzt halt dadurch, dass es jetzt ein bisschen öffentlich wird, halt auch mal eine breitere Diskussion um das Thema gibt, weil an und für sich hast du natürlich recht, dass es halt diese Darstellung dann auch oftmals halt mit diesem Sternhotel, was halt Chris auch sagte, und dann auch oftmals die Reaktion in den Kommentaren auf sowas ist, wird sicherlich auch jetzt in den Weiten des Internets viele Leute geben, die sagen, ja, endlich wird da mal halt vernünftig den Leuten halt gezeigt, dass es halt so nicht geht mit ihrem kriminellen Verhalten oder was auch immer für eine Scheiße. Aber trotzdem glaube ich, dass das halt doch eher auch Leute schockiert. Also dass es zumindest das Potenzial hat, auch viele Leute zu erreichen, wenn es da eine breitere Berichterstattung halt zu gibt. Ich meine, man jetzt in den Kommentaren, es ist halt schon auch abgefahren. Es gibt halt nur 3 Kommentare. Ich weiß nicht, ob da was gelöscht wird oder so, aber es gibt nur 3 Kommentare und das sind halt alles Kommentare, die halt auch dazu richtig, also die das halt auch richtig krass kritisieren oder halt so teilweise auch anscheinend selber betroffen sind. Also so würde ich zumindest nur schreiben, wenn ich selber von der gefoltert würde. Also hier, diese Kreatur von Anstaltsleiterin hat vor 25 Jahren in Erbach schon Jugendliche gefoltert und so weiter und so fort. Hilfe. Also richtig heftige Kommentare auch. Und generell ist es wohl so, was auch in den Kommentaren steht, dass es halt eben auch schon vor einem Jahr oder auch länger schon Vorwürfe gegen diese Personen gibt. Und das Krasse ist jetzt auch, dass die nie wurde nicht suspendiert oder so, sondern wie ich das gelesen habe, wurde die erstmal nur freigestellt. Also die ist halt da immer noch beschäftigt und es wird erstmal sozusagen geguckt, was halt passiert so. Vielleicht wird die dann auch wieder versetzt, so ist das ja häufig dann auch, ne? Also muss man halt, denke ich, dann abwarten, wie groß der öffentliche Skandal wird, wenn sich das jetzt halt hält und dann vielleicht wird die halt auch suspendiert, aber sonst ist das ja meistens mit solchen Leuten, war ja auch bei diesen ganzen Missbrauchsskandalen mit den Kirchen halt auch so, dass die Leute dann einfach versetzt wurden, aber dann halt weiter ihre Sachen da machen konnten. Ja. Und das ist halt eben immer so abgefuckt. Das braucht halt, das, und das zeigt halt einfach, wie essentiell wichtig eben gerade Organisierung in eben solchen Bereichen ist, wo es diese starke Machtgefälle gibt. Und da ist es halt total schade, dass jetzt sowas wie die Gefangenengewerkschaft, was ja ein Ansatz war, der so vor 10 bis 15 Jahren ungefähr, ja so 10 Jahren relativ stark war und da einiges auch geleistet hat und jetzt wieder ziemlich eingebrochen ist. Was natürlich auch ein sehr schwieriges Feld für Organisierung ist, aber ja, es braucht ein Gegengewicht. Vor allem im aktuellen Klima. Also ich glaube, solange eben das hatte ich ja schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, dass die Frage von öffentlicher Sicherheit und Kriminalität, das ist ja einfach was in der Linken nicht so intensiv besprochen wird. Aber das ist ja jedes Mal, wenn man sich jetzt irgendwie Wahlumfragen oder so anhört, ist das einfach das Top-Thema Nummer 1 für die Leute. Und ich glaube, solange es da nicht irgendwie eine Klärung von diesen Fragen auch von einer progressiven Seite gibt, mit irgendeiner sozialistischen Perspektive, ist das jetzt auch kein Feld, wo man, sagen wir mal, irgendwie in der Bevölkerung jetzt riesige,
riesige positive Zustimmung oder Massen an Leuten mit abholen kann. Das macht es natürlich nicht weniger wichtig, dass es sowas gibt, aber es ist einfach nichts, wo sich jetzt maßgeblich Kräfte von fortschrittlichen Bewegungen drauf fokussieren können. Ja. Aber wie du sagst, es ist halt trotzdem wichtig und gerade wenn von den Unterdrückten da selber halt eben ist halt eben dann immer zu hoffen, dass halt Initiativen ausgehen, auf denen man dann halt aufbauen kann. Ja, auf jeden Fall richtig heftig und wichtig darüber zu sprechen. Und wichtig, dass es jetzt mal etwas breiter zumindest ans Tageslicht kommt. Ja, wir schauen weiter und sprechen als nächstes über VW. Denn dort gibt es die Befürchtungen oder die Debatte, ob es eine Werksschließung geben soll. Und zwar mindestens an 3 Standorten eben. Und tatsächlich ist VW auch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und das ist natürlich ein Riesenthema jetzt. Man sieht es ja auch nochmal ganz gut, die aktuelle Anzahl der Beschäftigten. 62.000 in Wolfsburg ist einfach so eine absurde Zahl, finde ich. Schon richtig, richtig viel. Ich glaube, Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht so die ultimative Riesen-Megastadt. Da arbeitet dann ja wirklich so gut wie jeder für diesen einen Konzern. So etwa. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Wolfsburg wurde ja im Endeffekt von VW gegründet. Ja, ja, klar. Ja, also ich weiß auch, wie stark die Verbindung von dem Konzern logischerweise, nur trotzdem ist ja die Zahl halt, dass es nach... Aber ja, das stimmt. Das ist echt 62.000, wie viele Leute leben eigentlich in Wolfsburg? Ja. 200.000 oder so? Ja. Ich meine, und da sind ja auch dann noch Kinder und Alte und so, ne? 125.000 Menschen. Boah! Ja, komm, da kannst du nicht sagen, dass diese Stadt halt gegründet wurde, dass das nicht eine krasse Zahl ist. So. Also da arbeitet okay, dann wirklich so gut wie jeder für diesen Konzern. Ja. Jeder Zweite wahrscheinlich so ungefähr. Müsste ja eigentlich ganz gut sein, dort Gewerkschaftsarbeit zu machen. Dort gibt es noch das, wovon wir immer in Bezug auf Zechen und Stahlwerke im Ruhrgebiet geredet haben. Alle arbeiten zusammen an einem Ort, alle, ja, na gut, vielleicht hängen nicht mehr alle danach in der gleichen Kneipe rum. Genau, auch hier ist es natürlich so, dass das kann man... Also kann man hier auch wieder sehr schön sehen, es ist halt die übliche Situation, die übliche Verfahrensweise in so einem Fall. Es ist halt ein Konzern, der sehr, sehr gute Umsätze macht, der halt Rekordumsätze verbucht, hier von 332 Milliarden Euro 2023. Also einem Plus von rund 15,5%, so richtig wahnsinnig. Also das ist schon richtig krass, selbst für so einen Konzern. Und das ist halt einfach dann richtig krass, dass die halt jetzt hier gleichzeitig diese Stellen abbauen wollen. Aber es ist ein ganz normaler Prozess im Kapitalismus. Weil halt genau dieses Wachstum muss halt hochgehalten werden. Und das zählt halt dann relativ wenig, dass dieses Wachstum halt existiert, sondern es muss halt eben immer so weitergehen. Und tatsächlich wird jetzt auch darüber gesprochen, dass pauschal die Löhne um 10% gekürzt werden sollen bei VW. Und ich fand auch hier eigentlich gut, dass von der FAU Hannover auch nochmal hier in den Kommentaren geschrieben, dass die Gewinne werden immer privatisiert und Verluste sollen alle zahlen, auch wenn es natürlich keinen richtigen Verlust in dem Fall zu verzeichnen sind, aber es gibt ja schon im Kontext der E-Mobilität, hat sich ja dieser Konzern wohl ziemlich
spekuliert, dass dort halt eben im Vergleich dann halt zu den speziell chinesischen Anbietern ist man ja, generell ist ja der deutsche Automarkt sehr teuer, aber da nochmal VW hat das ja wohl relativ verschlafen und da gibt es, glaube ich, so ein bisschen wo dieser Konzern halt befürchtet, nicht diese Rennengewinne so weitermachen zu können. Und so ist es halt, also die Oberen von diesem Konzern streichen sich halt alles ein und profitieren halt und das Unternehmen wächst halt die ganze Zeit unfassbar weiter. Und jetzt, wo es halt mal ein bisschen was zu befürchten gilt, müssen sofort die Arbeiter und die Arbeiterinnen da drunter leiden. Ja, so ist es gängigerweise. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, zumindest in Bezug auf die Automobilindustrie gab es ja eigentlich bei Werksschließungen immer recht intensive Kämpfe, um die Werke zu erhalten, gerade weil es halt, also ich meine, heutzutage ist die Automobilindustrie eigentlich das, was früher in manchen Regionen eben Kohle und Stahl war. Das ist ja auch teilweise dann im Ort selber sehr, sehr intensiv mit der lokalen Identität verbunden. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Plus ist natürlich auch in der Automobilindustrie, glaube ich, auch einen ganz, ganz ordentlichen Organisationsgrad der Arbeiter gibt. Und dementsprechend kann man da auch auf jeden Fall, denke ich, mit Gegenwehr rechnen. Ja, und noch eine Vergleichsweise, das hatte jetzt auch Bord Ennekes mit reingeschrieben, dass da dann teilweise auch von, ja, hier rechtslibertären Journalisten, denke ich mal, so getan wird, also dass die verhältnismäßig hohen Lohnkosten halt eben da der Schuldige sind an der VW-Misere. Und ja, also im Prinzip stimmt es ja auch mit. Also ist es ja jetzt nicht komplett falsch, weil tatsächlich sind die Löhne ja sehr gut in Deutschland von den festangestellten Leuten in dem Betrieb. Der Automobilindustrie. Der Automobilindustrie, ja. Auch wenn da, glaube ich, auch immer mehr so also es ist ja auch von einer Zweiklassengesellschaft in der Bezahlung mehr gibt und so, aber trotzdem wurde das ja auch über Jahrzehnte erkämpft. Und ich hoffe halt auch, dass jetzt da halt nicht zu viele Linke oder Umweltleute oder so dann auch den Arbeiterinnen da in den Rücken fallen oder so, weil sowas kann ich mir dann auch noch vorstellen. Dass es irgendwie heißt, ist ja gut, wenn VW hier ein Werk schließen muss. Ja, wegen Umwelt. Es kann alles passieren, man weiß nie. Du meinst, es ist auf jeden Fall grenzenlos. Aber Das kann man ja auch an der Stelle mal ganz klar sagen, dass einfach nur eine willkürliche Werksschließung, ohne dass es irgendwie angebunden ist an einen sozial-ökologischen Transformationsprozess, der zielgerichtet abläuft, eigentlich in einer geplanten Wirtschaftsweise, das nichts bewirkt im Positiven. Und also schon alleine, weil es hat auch keinen tatsächlichen Einfluss darauf, wenn sich jetzt irgendwelche Linken an den Rand stellen und bejubeln, dass ein Werk geschlossen wird. Das muss man ja sagen. Egal, was für eine idiotische Haltung die einzelne Person dazu hat, in dem Moment, in dem sie sowas bejubelt, richtet sie einfach nur Schaden an. Sie kann nichts Positives damit tun. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja jetzt nicht eine Frage von, kann ich damit irgendwas gewinnen, sondern das ist eine Frage von, laufe ich jetzt mit dem Kopf gegen ein Straßenschild oder nicht? Gut, aber es ist ja vielleicht auch einfach ein Phantom. Also ich weiß jetzt nicht, ob es sowas gibt. Ich habe halt nur so direkt nur Angstzustände, wenn ich darüber spreche. Ja, du hast mir jetzt die Angst auch gemacht und ich merke gerade, dass ich dachte mir erst so, ach komm, ja, das ist jetzt wieder so, da denkt man sich, ja, redet man darüber, was für idiotische Sachen Leute möglicherweise sagen können. Aber desto mehr ich drüber nachgedacht habe und desto mehr ich drüber nachgedacht habe, was ich alles schon so von Leuten zu diesem Thema gehört habe, desto mehr habe ich Angst, dass es tatsächlich Leute gibt, die diese Meinung vertreten. Aber was halt tatsächlich passiert, ist, dass hier einer der Deutschland hat ja eine extrem schlechte
Situation für uns Lohnabhängigen, so von der Bezahlung in Anbetracht dessen, was für ein superreiches Land es eigentlich ja ist und was für Möglichkeiten es eigentlich geben würde. Also das Lohnniveau ist ja extrem schlecht. Und hier wird eben einer der Bereiche angegriffen, wo das Lohnniveau halt eben durch jahrzehntelange Kämpfe halt eben in Teilen halt noch sehr gut ist. So, und das ist halt am Ende des Tages das, was hier passiert. Und das muss halt mit aller Macht halt zurückgeschlagen werden. Und dementsprechend kann man hier den Kolleginnen nur alles Glück der Welt für ihren Kampf dort wünschen. Absolut. Ich würde sagen, wir schauen dann auch zum letzten lokalen Thema heute. Und zwar noch was leicht Verdauliches zum Schluss. Wir wollen eine kleine Aktualisierung von unserer Cannabis-Folge vornehmen, denn man kann sich ja jetzt fragen, was ist denn geworden aus der ganzen Liberalisierung des Cannabis-Marktes? Schauen wir mal rein. Jeder maximal 25 Gramm und Bezahlung per Vorkasse. Etwa 100 Mitglieder des Cannabis Social Clubs kommen zur privaten ersten Haschausgabe. Das erste Mal legal, einfach öffentlich dann mal sein Weed abholen. Ist schon spannend. Ich habe die 25 Gramm nicht ausgeschöpft, genau aus diesem Grund. Also man sollte in Maßen genießen und auch in Maßen konsumieren. Seit Juli dürfen Cannabisvereine in Deutschland zugelassen werden. Niedersachsen ist Spitzenreiter mit 15. Die Abgabe ist auf 50 Gramm im Monat beschränkt, für junge Erwachsene auf 30. Der Clubchef ist sich der Verantwortung bewusst. Gesundheitsschutz, Prävention. Jugendschutz, das ist bei uns im Fokus, das ist unser Auftrag. Ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die das jetzt hier heute möglich machen. Es bleibt dennoch eine Droge, sagen Legalisierungskritiker, wie Niedersachsens Gesundheitsminister, als vor 2 Wochen die ersten Pflanzen geerntet wurden. Mir ist es wichtig, dafür zu werben. Also ich muss da einmal ganz kurz einhaken, weil ich komme auf die Brille nicht klar. Das ist ja der Wahnsinn. Also das muss ich einfach einmal kommentieren, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kann gar nicht sagen, was ich dazu denke. Es ist einfach so abgefahren. Was? Die Brille! Ach so, von dem Typen. Von dem Andreas, ja. Guck dir das doch mal an. Von dem Andreas. Das Problem ist, dass mein Internet nicht ausreicht, um seine Brille darzustellen. Deswegen sieht das einfach nur aus, als hätte er ein leicht lediertes Gesicht. Nee, es ist wirklich abgefahren. Ich muss es einmal. Ja. Dass Cannabis auch bei 18-Jährigen noch durchaus dazu führen kann, dass es zu hirnorganischen Veränderungen kommt mit Psychosen. Am besten wäre es natürlich, man würde es nicht rauchen, aber es ist legal. Die Auswirkungen auf die Gesundheit soll auch ein Modellversuch in Hannover untersuchen. Dort wird kommendes Jahr an 3 Stellen Cannabis legal erhältlich sein, allerdings nur für die Studienteilnehmer. Jo, Lana, ich habe gar nichts gegen die Brille. Ich fand die halt abgefahren. Das war cool. Ich habe noch nie so eine Brille in meinem Leben gesehen. Das wollte ich damit thematisieren einfach. Ich habe gar keine Meinung dazu. Es hat mich einfach geflasht. Ne, wie gesagt, ich habe die Brille nicht gesehen. Also auch noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut, die Einordnung am Ende nochmal von dem niedersächsischen Politiker. Es ist und bleibt eine Droge. Surprise. Aber ich finde, aber tatsächlich, wenn man genau darüber nachdenkt, hat er ja recht. Also mit der Befürchtung, dass es nicht mehr als Droge gilt, weil bei Alkohol ist es ja teilweise so, dass halt immer gesagt wird, ja, Drogen und Alkohol. Also es gibt ja tatsächlich durch die Legalisierung in dieser öffentlichen Diskussion so eine Dynamik von, dass etwas dann nicht mehr als Droge gilt und dass halt, also es auch sogar Leute, die sich halt damit pseudomäßig auseinandersetzen oder Politiker, die dazu labern, ja dann tatsächlich einfach Droge mit Illegalität einfach gleichsetzen. Ja, also ich meine, gut, dann vielleicht dazu auch einmal ein Kommentar, da meine ich jetzt dazu, dass mit dem Cannabis Social Club, da wird es ja jetzt auch, das war ja jetzt ungefähr so vorherzusehen, dass das jetzt so auch mit eben Anbau und Abgabe dann funktionieren wird. Und dass das eben nicht in den Geschäften ist. Deswegen ist es ja tatsächlich spannend, wie du es jetzt angesprochen hast, wie sich diese
ganze Diskussion darum entwickelt, weil das ist auch was, was wir in der Folge selber damals nicht besprochen hatten, was ich ja auch so ein bisschen das ganze Problem an dieser Diskussion rund um Droge, Cannabis und so empfinde, dass dadurch, dass es ja ganz lange diese starke Politik eben gegen Cannabis gab und auch diese ganz offensichtliche Zwei-Maß-Messungen in Bezug auf Alkohol und Tabak bzw. Nikotin, wo sich auch immer sehr viel darüber lustig gemacht wurde. Es wurde ja hier auch schon, glaube ich, in dem Chat angesprochen, in Bezug auf Bayern und so und darauf erstmal ein Bier, dass da natürlich sehr, gerade aus Bayern, dann immer mit den Drogenbeauftragten sehr unterhaltsame Aussagen in Bezug auf Cannabis und in Bezug auf Alkohol gab. Und dementsprechend haben wir auch dann in vielen Kreisen, die sich für eine Legalisierung oder eine Entkriminalisierung von Cannabis eingesetzt haben, so eine, ja eigentlich so eine Art Überkorrektur dann wahrgenommen, die dann auf der anderen Seite dann eben Cannabis absolut verharmlost haben und beinahe dann oder in Teilen dann auch selbst in sowas abgerutscht sind von Cannabis ist eigentlich immer und überall eine pure Medizin und ich kann Tonnen von Gras konsumieren und es ist ja noch nie jemand an der Überdosis gestorben und es wird ja im Gegensatz, wo Alkohol und Tabak verschiedene Krebsarten auslösen, wird Cannabis gegen Krebs eingesetzt und tja, wenn das so ist, dann gibt es nicht ein zu viel des Guten, sondern einfach nur immer schön konsumieren. Und das ist eher das, wo ich, glaube ich, eine Befürchtung habe, dass es bei vielen Leuten aus dieser Überkorrektur und eigentlich auch einem Sieg jetzt natürlich der Legalisierungsbewegung und damit auch eigentlich einem gewissen Sieg von diesem Narrativ es dann eben zu, sagen wir mal, zu einem problematischen Cannabis-Bild eigentlich dann kommen kann. Aber das ist ja genau das, was auch ausgedrückt wird durch dieses, okay, wenn es jetzt nicht mehr legalisiert ist, dann ist es halt quasi keine Droge mehr, also das, was ich vorhin meinte, ne? Und dann ist es halt auch was ganz Normales und halt voll Cooles, was halt einfach so, so wie halt Alkohol. Also Alkohol, klar, ist jetzt halt von der gesellschaftlichen Diskussion und auch von der Expertendiskussion, da wird immer dagegen gehalten. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist es halt gesellschaftlich komplett normalisiert, so auf Großveranstaltungen, in der Werbung, überall wirst du halt im Prinzip damit zugebombt. Und es ist halt nichts anderes, als wenn halt überall Werbung für Kokain oder so wäre. Es ist das Gleiche so. Und ich will halt auch nicht, dass halt jetzt für Marihuana halt auf dem gleichen Level wie Alkohol halt geworben wird und das halt so normalisiert wird. Sondern so wie mit jeder Droge. Und ich stimme auch nicht mit dir überein, Nightmare, dass jeder Tee eigentlich eine Droge ist und das irgendwie auch gleichzusetzen, das finde ich einfach auch von der Wirkungsweise her ist das, denke ich, auch nicht richtig von der Qualifizierung, von der Begrifflichkeit her. Und da muss man halt einfach also wir sind ja ganz klar für eine Legalisierung von jeder Substanz, aber das muss halt eben dann auch unter entsprechenden Rahmenbedingungen halt stattfinden. So. Und halt unter möglichst medizinischen und möglichst kontrollierten und aufgeklärten Bedingungen stattfinden. Und in dem Moment, wo etwas so massiv kommerzialisiert wird, wie jetzt zum Beispiel Alkohol oder wie jetzt halt Zigaretten oder jetzt möglicherweise dann auch in der Zukunft Cannabis, steht das ja genau diesem aufklärerischen Gedanken über diese Substanzen ja im Wege. Weil dadurch wird halt so ein hemmungsloser Konsum ja gefördert, weil das halt darum geht, dass möglichst viel konsumiert wird. Und normal bringen halt die Leute, die das halt möglichst stark konsumieren, die halt süchtig sind, bringen halt die meiste Kohle ein. Und dementsprechend gibt es auch ein geringeres Interesse, da jetzt halt irgendwie einen vernünftigen Umgang, sondern halt eine möglichst große Verfügbarkeit zu haben. Und darum sollte es halt meiner Meinung nach auch nicht gehen. Es sollte halt nicht darum gehen, diese Substanz möglichst groß verfügbar zu haben, sondern es sollte darum gehen, dass diese Substanzen halt erhältlich sind für diejenigen, die sie halt brauchen, weil sie halt
Und das halt in einem Rahmen, wo sie halt aufgeklärt werden, etc. Ja, also dazu muss man ja sagen, das ist ja jetzt nichts, wo wir perspektivisch gerade drauf zulaufen, dass eben Cannabis in den gleichen Status wie Alkohol oder Tabak kommt, sondern es ist ja schon recht wahrscheinlich, dass es sich jetzt erstmal einige Jahre auf diesem Niveau, wie es jetzt ist, halten wird. Und da ist es ja tatsächlich so, es wird vermutlich kein riesiges Geld damit gemacht werden, vor allem nicht für den Staat. Es wird keine Werbung großartig erlaubt sein und wir werden nicht hier, sagen wir mal, US-amerikanische Verhältnisse oder auch was ich in Kanada erlebt habe. Das war ja auch die Sache. In Kanada war es jetzt so, dass wirklich in den meisten Downtowns von Städten, gerade von jetzt nicht den Großstädten, jedes 10. Geschäft eine Cannabis-Dispensary war. Also wo auch alles mit Werbung für oder mit, sagen wir mal, Schildern für diese Cannabis-Dispensaries zugeklatscht war, wo du keine paar Meter gehen konntest, ohne so einen Laden über den Weg zu laufen. Das ist ja nicht das, wo es gerade bei uns drauf hinausläuft. Und ich habe echt eher da gerade die Sorge, dass es jetzt eben, wie was ich gerade meinte, dazu kommen könnte, dass die Leute die ganze Zeit eigentlich dieses Bild von Staatswegen bekommen haben über die Illegalisierung. Cannabis ist eigentlich genauso ein Rauschgift wie bestimmte Opiate, wie Kokain, wie Crack. Und gleichzeitig ist dieses starke Gegennarrativ gibt, was Cannabis eben überhaupt auch nicht realistisch mit seinen Gefahren sehen will, sondern eben nur als dieses I'm smoking my medicine. Und wie es dann immer so kommt, wenn die Leute dann eben merken, wenn dieses Verruchte des Illegalisierten dann eben verfliegt, man dann eher diesem Bild dann anheimfällt und dadurch dann eben auch es keine wirklich realistische Aufklärung über was bedeutet es jetzt eigentlich, diese Substanz zu konsumieren, geben wird. Ja, sonst, wir haben ja auch schon ein bisschen zu dem Thema Drogen und so gesprochen. Also ich denke, es ist jetzt auch nicht der Rahmen hier, um das nochmal zu vertiefen oder auch sicherlich kann man meine Aussagen, da ihr habt das ja jetzt auch geschrieben, mit halt, dass halt es sind ja unterschiedliche, auch natürlich Verständnisse und Begrifflichkeiten von dem Thema Drogen und so weiter gibt, das ist ja auch klar. Es ist halt ein großes gesellschaftliches Thema und immer wenn man halt auch dazu spricht, dann gibt es auch immer wieder Kommentare, ja, ich kiffe halt mal gerne und so. Also man greift halt auch super schnell Leute an bei dem Thema, so einfach, wenn man darüber spricht, obwohl es dann ja gar nicht um irgendwelche Einzelfragen geht oder so. Was ich jetzt halt gesagt habe, war halt umgangssprachlich. Darum ging es mir auch. Das habe ich ja auch genauso thematisiert, ja. Also, dass ich halt, das war ja auch der Beginn unserer Debatte, dass halt eben es diese umgangssprachliche Verharmlosung von Alkohol gibt, wo halt das Ganze aus dem Thema Drogen halt rausgenommen wird. Ja, wenn euch das wirklich mal interessiert, hört da gerne eben zu der Folge, die wir zu Cannabis-Legalisierung gemacht haben, rein. Da meine ich, haben wir auch nochmal eben dann genau eine Diskussion über diesen ganzen, über die Frage des Begriffs gemacht und auch, glaube ich, so eine kleine historische Herleitung gehabt, wie es eigentlich zu Illegalisierung und eben Begrifflichkeit rund um Droge, Rauschmittel etc. dann kam. Aber in dem Sinne würde ich dann auch sagen, sind wir, glaube ich, mit den... Nur eine Sache? Ja. Nur eine Sache noch, sonst könnt ihr auch in unsere Folge zum Thema Drogen und auch so ein revolutionäres Verhältnis dazu reinhören, aber es sei nur dazu gesagt, ich glaube, das ist eine sehr alte Folge. Das ist eine sehr alte Folge, die, glaube ich, inhaltlich cool ist, aber die technisch auch ziemlich scheiße ist. Also das müsst ihr dann ertragen, nur dass ihr Bescheid wisst. Absolut. Ja, und wie Waldler schon sagt, Ganja schwächt den revolutionären Geist der Jugend. In dem Sinne, dann erzähl uns doch nochmal, was es sonst so bei der revolutionären Jugend oder auch der alten Garde passiert. Jo, ich habe euch noch zum Abschluss zwei
Nachrichten aus der antisemitischen Bewegung oder erweiterten Linken auch in dem Fall mitgebracht. Und zwar einmal gibt es eine neue antisemitische Struktur in Siegen. Wenn ihr aus der Region kommt, guckt euch das gerne mal an, folgt auf jeden Fall mal rein. Und es gibt auf jeden Fall zum Start der ganzen Initiative einen anarchistischen Lesekreis vom November bis März nächsten Jahres. Und da werden wirklich auch, wie ich finde, gute Themen behandelt, was man auch, denke ich, wenn ihr mal überlegt, eine neue anarchistische Struktur zu bilden, da kann man sich auch sicherlich ein Beispiel dran nehmen. Also die Themen hier, was ist Anarchismus, warum lehnen Anarchisten den Staat und die politischen Parteien in ihm ab? Was macht einen anarchistischen Feminismus aus? Wie sollten Anarchistinnen zusammenarbeiten und wie kann eine anarchistische Strategie aussehen? Das ist, denke ich, ein, thematisch netter Anfang für so eine Struktur. Als zweites eine internationale Nachricht, etwas, was wir ja selten machen, weil wir dann einen lokalen Fokus für die positiven Nachrichten haben, aber das möchte ich dann trotzdem noch einmal erwähnen. Und zwar gab es eine Gründung von der internationalistischen Beteiligung an den Kämpfen in Myanmar gegen die Diktatur. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, hier auch dann mit einem Grußwort nach Rojava. Ich finde es halt nochmal wichtig, da ein bisschen reinzunehmen, weil wir auch häufig dann zum Beispiel ja auch ein bisschen gegenargumentiert haben, gegen dann verschiedene bewaffnete Beteiligungen da jetzt im Ukraine-Krieg und so. Und das finde ich halt ein gutes Beispiel dafür, wo ich es halt einfach richtig und sinnvoll finde, dort halt die kämpfenden Massen halt auch auf diese Weise zu unterstützen gegen die Militärdiktatur in Myanmar. Und eine gute Sache also. Das ist dort jetzt auch so ein Versuch, natürlich in einem kleineren Maße sicherlich, aber trotzdem ein Versuch von der internationalen Unterstützung des Ganzen gibt. Ja, ich denke, das ist gerade nochmal spannend. Das könnte man vielleicht mal beim nächsten Überblick machen oder an anderer Stelle, dass man sich nochmal mit dem Bürgerkrieg in Myanmar auseinandersetzt, weil das ist natürlich eine sehr interessante Meldung, aber das finde ich auch immer da gerade schwer zu überblicken, weil es ja wirklich unfassbar viele bewaffnete Einheiten dort gibt, auch mit teils sehr unterschiedlicher politischer Zielsetzung. Das sollte man sich dann genau angucken, was es damit auf sich hat. Und dementsprechend würde ich zumindest an der Stelle auch, wenn ich es sehr spannend finde, noch nicht meine endgültige Einschätzung dazu abgeben. Nee, also das war jetzt auch kein Appell dafür, einfach einen endlosen Jubel auszubrechen und einfach zu sagen, das wird alles seine komplette Richtigkeit haben und alles ist super, sondern es geht einfach nur darum, ich wollte halt das mit reinnehmen, um auch nochmal eine Differenzierung vorzunehmen, dass es eben einen großen Unterschied gibt, ob es halt einen Konflikt zwischen zwei imperialistischen Machtblöcken gibt, unter dem man sich aufreibt, oder ob man halt als Teil von sicherlich auch teilweise von der Volksbewegung kämpft, die halt sicherlich auch teilweise problematische und kritikwürdige Ansätze halt hat, aber gegen halt eine Militärdiktatur innerhalb des eigenen Landes, das ist dann doch nochmal was anderes. Ja, ich denke, das würde auch jetzt zu weit führen, aber da werden wir wahrscheinlich keinen Dissens, zumindest haben, wie du es jetzt formuliert hast. Ja. In dem Sinne. Das war's für heute. Ja, vielen Dank für alle, die dabei waren und diesmal auf jeden Fall fleißig auch mitdiskutiert haben. Ja, und wir sehen uns dann endlich, denke ich, am kommenden Mittwoch hier im Studio wieder, Joscha und ich, und mit euch dann. Und dann werden wir halt, denke ich, mal ein bisschen lockerer einfach quatschen über dies und das und über deine Zeit auch vielleicht noch ein bisschen in Kanada und aber auch allgemein einfach ein bisschen Fragen beantworten, also wieder ein bisschen reinkommen. Ja. Nein, es wird sogar, das hast du ganz vergessen. Tatsächlich wird es einen Süßigkeiten- und Snack-Test aus Kanada geben. Also ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die wir dann, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, die wir dann eben in gewohnter Manier
genau unter die Lupe nehmen und probieren können. Stimmt, wie kann ich nur? Ich habe es tatsächlich verpeilt. Das muss noch die Reste meiner Krankheit sein. Ja, und dann, wenn alles gut geht, müsste auch eigentlich wieder eine neue Übertagefolge folgen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, hier wurde sich noch gefragt, ob wir Waden. Ich habe gerade schon mal nachgedacht, dass halt tatsächlich niemand für uns Relevantes online gerade. Ja. Stimmt, mit der Wahl können wir natürlich auch dann reingucken. Das ist sogar ein Tag nach der US-Wahl, dürfte das dann sein. Snacken wir ein bisschen, gucken uns die Ergebnisse an. Ja. Sowas. Okay. Macht es gut. Glück auf. Glück auf.